Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Nachwuchskartoffelchen, zu einem ganz besonderen Video. Und ganz besonders in dem Sinne heißt, dass ich damit erstmal gar nicht selbst gerechnet hätte. Ganz kurze Vorgeschichte zu dem Ganzen eventuell. Ich sitze hier gerade ohne Internet. Es ist Sonntag. Und für Montag habe ich noch eine Folge. Da ich aber leider für Arbeit und meine ganzen restlichen Sachen so viel Zeit einplanen muss, dass ich vermutlich keine Minecraft-Folge von Woodlands am Dienstag bringen kann, muss ich gezwungenermaßen schon mal was anderes aufnehmen. Für den Fall, dass ich den Rest nicht schaffe. Und genau das ist dieses Video. Das heißt also, das hier ist eine Ersatzfolge, eine Alles ist kaputt Folge, eine Wir schauen uns mal was an, was wir sonst nie anschauen Folge. Und ihr seht es vielleicht schon, ganz unten links, da steht etwas, was man bei mir selten sieht, nämlich ein Minecraft Snapshot. Eine Version, die ein bisschen früher kommt als die wirklich releasede Version. Ich hatte Glück, dass diese Version noch auf meinem Rechner war. Und da noch nichts Neues zum Herunterladen gebraucht wurde. Ansonsten hätte ich das hier nicht mal aufnehmen können. Da hätte ich irgendwie auf 1.11 spielen müssen oder sonstiges. Und das wäre, glaube ich, nicht der Sinn der Sache gewesen. Heißt also, wir werden uns jetzt mal in die 1.12 reinstürzen. Ich habe da noch nie gespielt, Leute. Ich habe da wirklich noch nie gespielt. Und ich werde da jetzt einfach mal im Survival-Mode reingehen. Für den Fall machen wir mal Allow Cheats on. Und wir kreieren mal einfach eine neue Map. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was es da Neues gibt. Es ist, wie gesagt, irgendwie momentan so ein bisschen der Wurm drin. Wir wollten heute noch eine Folge Kartoffelart aufnehmen. Diese kann also auch nicht am Montag kommen. Ich habe nicht mal einen Skin. Ja, toll. Dann habe ich auch noch den hässlichen Skin. Ich wollte eigentlich gerade mit den anderen eine Folge Kartoffelart aufnehmen. Das kommt auch nicht am Montag. Dafür kommt am Montag dann eine Folge Minispiele. Am Dienstag dann höchstwahrscheinlich das hier. Und ich habe ein neues Rezept. Was ist denn ein Rezept? Wie gesagt, ich habe mich eigentlich bisher über dieses Update, über das Minecraft 1.12 Update, gar nicht informiert. Was bist du? Bist du so ein Rezept? Oakwood Planks? Showing all? Okay, und... Ah! Ah, guck mal, wir können also jetzt mittlerweile Rezepte abfragen. Das heißt, man muss nicht mehr so viel googeln. Könnte ich da jetzt theoretisch auch, Armor... Okay, nee, das können wir ja gar nicht machen. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt für jedes einzelne Objekt, was wir hier abfarmen, wahrscheinlich eine Anleitung, was wir damit machen können und was es uns bringt, eventuell auch. Das Doofe ist, uns bringt es hier recht wenig, wenn wir hier nicht langsam was zu essen finden. Ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr euch sowas mal auch öfter vorstellen könnt. Vielleicht so ein bisschen als Laberfolge. Ich rede ja in meinen Let's Plays immer recht viel. In meinen Let's Plays sind auch immer recht oft andere Leute dabei, die ich eventuell damit nerve. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wenn ich einfach mal sage, hey, wir machen das mal ganz einfach. Und was ist das? Klappt das doch nicht die ganze Zeit aus? Ich brauche das nicht. Ich bin ein schlauer Minecrafter. Und dann setze ich mich da hin und laber einfach mal so ein bisschen vor mich hin. Über irgendwas, was mir auf der Zunge liegt. Irgendwas, was auf meiner Seele liegt. Keine Ahnung. Vielleicht würde es ja den einen oder anderen interessieren. Vielleicht mache ich ja auch mal so eine Runde Themengedöns. Eigentlich hätte ich da auch recht viel Lust drauf. Auch mal im Real Life, dass wir irgendwie sagen, okay, komm, wir setzen uns mal im Real Life gegenüber und machen uns mal gegenseitig ordentlich fertig. Nur leider habe ich keine Kamera für solchen Schissel. Wow. Ja, guck mal. Ja, das läuft ja wie am Schnürchen. Dann könnten wir ja dort direkt mal was zu essen finden. Und mit den Villagern handeln und die Villager beklauen. Was mache ich mir überhaupt so einen Stress? New Recipes unlocked. Check your Recipe Book. Okay, nee, brauche ich nicht. Ich glaube, es wird nicht Recipe ausgesprochen. Ich glaube, es ist ein Recipe.
Aber ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken erstmal in die Häuser rein. Vielleicht finden wir da die eine oder andere Kiste. Das Dorf ist mal wieder verwinkelt ohne Ende. Das freut mich natürlich auch wieder wahnsinnig. Hallo, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Eieiei. Ihr könnt natürlich auch, anstatt eure Meinung dazu in die Kommentare zu schreiben, einfach in die Kommentare schreiben, was eure Frage wäre, falls ich mal so ein Video mache. Weil, vielleicht mache ich ja demnächst schon wieder so eins. Vielleicht sogar morgen, wenn mein Internet bis dahin nicht wieder zurückkommt. Und dann bitte ich euch alle, um mein Verschwinden zu weinen, wenn ich irgendwann gar kein Internet mehr habe. Also es ist momentan nur sehr, 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 sehr schwach. Und es lässt sich damit einfach gar nichts machen. Also ich kann weder WLAN mit dem Handy, noch kann ich in irgendeiner Form mit dem PC connecten, noch mit dem Laptop. Also es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis dieser Part hochgeladen ist. Ich versuche es aber trotzdem, alles pünktlich hinzukriegen. Denn wir wollen ja jetzt nicht durch Internet meinen YouTube-Kanal einfach mal untergehen lassen, ne? Das geht ja dann auch wiederum nicht. Das wollen wir ja nicht. Genauso könnte man die Kommentare schreiben, wie ihr zu solchen Modpack-Projekten steht. Da gibt es ja auch einige Leute, die sich da mal hingewagt haben in diese Richtung. Vielleicht mal Live in the Woods oder irgendwas Maschinelles. Also ich muss ja ganz ehrlich behaupten, so Maschinenzeug, ich habe da mal mitgespielt beim Tizian. Da könnt ihr mal auf YouTube suchen nach Tizian Plays. Nee, Playing. Und gibt einfach mal Tizian ein, da kommt er auf jeden Fall. Und das hat schon Spaß gemacht. Also man muss sich zwar wahnsinnig da reinfuchsen und gucken, dass man irgendwie weiterkommt. Aber besonders wenn man Leute hat, in den Kommentaren eventuell sogar, die sich dafür ebenfalls interessieren, was sich natürlich auch nur dann lohnt, wenn sich die Leute dafür interessieren, macht das schon Spaß. Also er hat sich da dann jetzt so ein ganzes Imperium an Maschinen aufgebaut aus dem Nichts, theoretisch. Und das hat eine Weile gedauert. Aber es macht, wie gesagt, es macht auch höllisch Spaß, da zuzugucken und auch selbst zu spielen. Ich habe es natürlich auch selbst direkt mal ausgetestet, beziehungsweise halt bei ihm mitgespielt. Und ich musste schon sagen, Heidewitzka, also Minecraft, da kann man einiges machen. Es ist nicht nur Blöcke aufeinander stapeln, so wie es die meisten Leute denken. Das ist ja auch für die meisten Leute, die kein Minecraft spielen, so ein bisschen der Grund, kein Minecraft zu spielen. Also die Leute, die sich dagegen wehren, die sagen halt eigentlich zu 90% immer, ja, Minecraft ist halt nur Klötzchen aufeinander stapeln. Aber Minecraft ist eigentlich viel mehr. Minecraft ist auch sehr viel Lernen und vor allen Dingen auch nachhaltiges Lernen. Minecraft hat mehr mit der realen Welt zu tun als, weiß nicht, irgendein anderes Spiel, was so ähnlich funktioniert. Alleine schon, dass wir hier Stöcke mit Kohle verwenden, das sagt ja irgendwie aus, dass Fackeln, also worauf ich hinaus will, das Spiel hat Lernpotenzial und deswegen wird es ja beispielsweise auch in der Schule genutzt, ne? Für eben zu lehren. Für jüngere Kinder zwar zu lehren, aber naja, manchmal lerne ich halt auch noch was daraus. Beispielsweise, wie die Uhr funktioniert. Lustig. Ich bin ja auch mal wieder eine Labertasche. Ja, jetzt spielen wir hier schon wieder 9 Minuten. Haben eigentlich noch nichts geschafft, aber Hauptsache, ich laber euch die Ohren voll. Minecraft ist echt ein schönes Spiel. Also ich genieße es auch gerade. Ich genieße es auch gerade einfach mal alleine zu sein. Kein Teamspeak, kein Skype. Okay, ein paar Leute vermisse ich natürlich ja noch wieder. Aber es ist einfach auch mal schön, dieses Spiel nochmal alleine zu spielen. Und einfach nur dazu zu labern, so richtig, wie ich das am Anfang gemacht habe, loszuspielen einfach. Das ist schon was ganz Besonderes und das gibt's meiner Meinung nach heutzutage tatsächlich nur noch ganz selten. Eigentlich schade. Weil Minecraft ist halt eben ein Spiel, in dem du dich extrem gut selbst verwirklichen kannst und vor allen Dingen auch extrem gut alleine mit dir klarkommst.
klar, hast du irgendwann so einen Punkt erreicht, wo du theoretisch an 10 Stellen gleichzeitig bauen möchtest und machen möchtest und tun möchtest und was weiß ich. Aber das ist ja auch nicht immer so. Ich erinnere da an die 1000 Minecraft-Folgen von Gronkh. Leider wurden es auch nicht viel mehr. Ich glaube, die hat er die 2000 eigentlich geschafft? Ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher. Ich würde es ja googeln, aber ich kann gerade nicht. Und Alter, das da hinten ist schon interessant, ne? Da hinten könnten wir später mal gucken gehen. Die Gegend hier im Allgemeinen ist nicht so Bombe. Sehr viel Flachland, sehr viel gar nichts. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal in diese Richtung da ziehen. Da scheinen wenigstens ein paar Bäume zu sein. Ist es natürlich lustig, dass ich jetzt hier anfange zu spielen und theoretisch erstmal ja nichts finde. Vielleicht sollten wir uns hier auch erstmal eine Hütte hinbauen. Einfach nur just for the lulz. Wir haben ja ein bisschen Dirt. Bauen wir uns jetzt hier mal hoch. Bauen wir wenigstens den Baum noch komplett ab. Sonst raste ich ja auch immer aus, wenn irgendwo ein Baum nicht ganz abgebaut ist. Vielleicht könnte man ja tatsächlich, wenn es euch gefällt, aus solchen Ersatzfolgen, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, auch ein kleines Format aufziehen, ne? Dass wir jetzt sagen, hey, komm, wir treffen uns einmal in der Woche zusammen zu einem bestimmten Format. Rocky labert oder so irgendwas. Und dann beantworte ich dort Fragen aus den letzten Rocky labert-Folgen. Oder einfach irgendwelche Fragen, die ich auf dem Herzen liegen, wie ich zu irgendwas stehe. Wie meine Meinung zu irgendwas ist. Natürlich kann ich nicht zu allem eine Meinung haben, das ist mir auch klar. Aber ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, jemanden zum Reden zu haben, beziehungsweise zum Zuhören zu haben, der vielleicht auch ein bisschen außen steht. Auch wenn viele jetzt denken, boah, das kann der doch gar nicht. Der ist doch sowieso immer so voll der Schwachkopf und macht immer nur Kacke. Ja, ich kann das aber auch. Ich bin auch, wenn ich mal nicht vollkommen ausrastend auf meinem Stuhl sitze und irgendwen mit einem Britzelball abballere, ganz schön interessiert in vielen Sachen und kann da teilweise auch ziemlich weiterhelfen. Jetzt wird es natürlich dunkel. Okay, das heißt, wir verwandeln jetzt erstmal alle Planks, alle normalen Holzdingelses in Planks und ziehen uns hier so ein bisschen ein. Die Frage ist immer noch, wie ziehen wir uns ein? Wir bauen mal so ein ganz gechilltes Haus hier. Wie ich das schon lange nicht mehr gebaut habe. So ein richtiges, jetzt wo wir gerade schon dabei sind, so ein richtiges Back to the Roots Haus. So am Berg, richtig hässlich. Keine 13.000 Wege, die man wieder nach außen gehen kann. Und einfach nur, ich weiß nicht. Es gibt mir gerade ein gutes Gefühl, so ein Haus zu bauen. Und für die Leute, die jetzt wieder sagen, hey, warum spielst du mit normalem Texture Pack und ohne Shader und so? Weil ich gerade nichts hatte für die 1.12. Das heißt also so viel wie, okay, ich könnte die alten benutzen, ihr habt ja recht, aber das möchte ich einfach nicht. Manchmal ist es auch ganz schön, back to the roots unterwegs zu sein. Das verstehen zwar viele nicht, wobei ich das gar nicht verstehen kann, weil das ist manchmal echt super, einfach mal zu sagen, hey, wir gehen mal einen Schritt zurück und gucken mal, wie es damals war. Und genießen das so ein bisschen, in Nostalgie zu schwelgen, wie ich jetzt hier gerade. So ein richtig schönes altes Haus hinknallen und sonst einfach auf gar nichts eingehen. Den Rest, wenn ich das jetzt nicht fertig gebaut kriege, mache ich einfach mit Dirt. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich mich da jetzt noch hinsetze und großartig anfange, mir genug Holz für alles Mögliche zu ergaunern. Natürlich sollte vielleicht gewährleistet sein, dass ich jetzt gleich nicht ultra in die Luft fliege. Ich hoffe, das kann ich irgendwie gewährleisten. Ich habe meine Workbench nämlich vergessen und kann mir deswegen keine Tür craften. Okay, und jetzt wieder schnell rein da. Lass mir rein da! 3 Türen kriegt man da raus, krass. So! Back to the roots. Die Frage ist, was wollen wir jetzt hier? Scheiße. Schön, meine ich. Schön. Das Problem ist jetzt, wir haben erstmal theoretisch gar nichts. Wir können jetzt hier mal noch so ein paar Bäume anpflanzen. Vielleicht pflanzen wir uns auch einfach unseren eigenen Baum. Unseren eigenen Wald, meine ich. Hey, da kam aber viel raus jetzt. Also die Seeds scheinen so ein bisschen häufiger geworden zu sein.
Da hat wohl jemand am Regler gespielt. Und nicht nur da dran. Okay, reicht erstmal. Ich gehe mal wieder rein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Kann ja nicht so schwer sein. Also wir brauchen auf jeden Fall mal einen Ofen. Das fällt mir jetzt instant ein. Eine Kiste fällt mir instant ein. Das ist auch so die typische Anordnung von ersten Minecraft-Spielern. Alter, also ich... Nee, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, das hier zu spielen und so ein bisschen zurück zu den Grundregeln zu gehen. So, jetzt möchte ich mir aber noch, bevor ich jetzt an dieser Stelle quitte, eine Schaufel machen und das hier drin so ein bisschen schöner machen. Entschuldigt bitte, dass ich diese Folge jetzt recht kurz halten muss. Also jetzt nicht irgendwie auf 30 Minuten ziehe. Würde ich jetzt alleine spielen und hätte mein Internet, dann würde ich definitiv einfach sagen, hey komm, wir machen jetzt so lange, wie ich Bock habe, wie ich reden kann, wie ich reden mag. Aber leider geht das nicht, denn ich muss mich ein bisschen beeilen. Sonst kriege ich das Video nicht mehr abgeloadet und nicht mehr gerendert und so. Jetzt haben wir wenigstens schon mal einen anständigen Wohnraum. Da könnt ihr natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den einrichten würdet. Bitte geht auch ein bisschen in den Kommentaren, wie gesagt, auf meine Idee ein, einfach mal über eure Themen zu reden. Das machen zwar schon sehr viele, aber ich weiß nicht, vielleicht braucht ihr ja noch ein offenes Ohr. Jemand von euch, irgendwer. Und wenn es nur privat ist, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Oder schreibt mir privat irgendwo. Geht natürlich auch immer. Ich helfe immer sehr gern weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche einen tollen Tag. Bitte habt mehr Internet als ich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.